Vom EU-Gipfel in Brüssel ist uns jetzt Bundeskanzler Sebastian Kurz zugeschaltet. Guten Abend, Herr Bundeskanzler. Guten Abend. Herr Bundeskanzler, bevor wir die Tätigkeit der Regierung in den letzten 100 Tagen versuchen, in 10 Minuten aufzuarbeiten und zu beleuchten, möchte ich gern zum Anlass kommen, warum Sie in Brüssel sind. Ich habe schon gesagt, es ist EU-Gipfel. Morgen sollen dort die Vereinbarungen diskutiert werden im Europäischen Rat, die diese Woche beschlossen wurden zwischen der Europäischen Union und Großbritannien bezüglich Brexit. Der Ratspräsident empfiehlt, dass die verbleibenden 27 Mitgliedstaaten zustimmen, hat aber so seine Zweifel, ob das tatsächlich gelingt. Daher gleich einmal zunächst die Frage, wie ist die österreichische Position? Sind Sie dafür und werden Sie morgen zustimmen? Ach, wissen Sie, zustimmen, schmustimmen, ich sag mal so, wer den Weg ins Wasser gehen will, der sollte Schwimmflügel dabei haben. Es sei denn, er kann schwimmen vielleicht. Aber das interessiert ja hierzulande überhaupt niemanden. Hand drauf, Hand runter. Solange der Gewährsmann schweigt, ist keine Notwendigkeit gegeben. Hm? Jetzt hat ja die Erfahrung der vergangenen 2 Jahre seit dem Referendum in Großbritannien gezeigt, dass das ein sehr zäher Weg ist, wenn ein EU-Mitgliedstaat die Union verlässt. Glauben Sie, dass diese 2,5 Jahre Übergangsphase bis Ende 2020 dann reichen werden, um diesen komplexen Prozess wirklich befriedigend abschließen zu können? Haben Sie selber gemerkt, ne? Haben Sie nicht gemerkt? Ich sag Ihnen, Sie haben befriedigend gesagt. Wie? Ja, aber kommen wir noch zum Beschluss lieber des Doppelbudgets für Österreich 2018-2017. Wie wäre das denn? Kommen wir zum Beschluss des Doppelbudgets für Österreich 2018-2019, der ja heute über die Bühne gegangen ist. Der Finanzminister freut sich über neue Zeiten. Er sagt, hinter uns liegen 65 Jahre des Schuldenmachens. Hinter uns liegt eine Zeit, in der wir auf Kosten unserer Kinder und Enkelkinder gelebt haben. Nun ist 49 Jahre lang von diesen 65 Jahren die ÖVP in der Regierung gesessen. 6 Finanzminister der letzten 18 Jahre stammen aus der ÖVP. Kann man das also auch als Selbstkritik verstehen? Verstehen. Also ich verstehe überhaupt nichts. Schon gar keine Selbstkritik. Was reden Sie eigentlich für einen schmierigen Dialekt? Was ist denn das für ein hingeschnoddertes Schludergeblähe? Vielleicht sollten Sie einfach mal so ein paar Kieferübungen so runterbeten. Also ich sage nur, aber Geld hin, Geld her. Unsere Kinder und Kindeskinder haben eh kein Geld. Die gibt's ja noch gar nicht. Also haben sie auch kein Geld. Warum sollten wir uns also um die kümmern? Steht ja jedem frei, da Kinder zu machen oder nicht. Also ich sage immer, wer kein Kind hat, der braucht auch kein Geld. Aber hat es der Finanzminister Löger nicht deutlich leichter als viele seiner Vorgänger, Grasser, Bröll, Molterer, Spindlecker, Schelling, die einfach nicht so eine gute Konjunktur zur Verfügung hatten? Also bitte, das waren doch Namen, die Sie jetzt ausgedacht haben. So heißt doch niemand. Spindlecker, Grasser und Möll und Polterer, das sind doch Parodienamen. Das haben Sie sich doch ausgedacht. Und ich nehme Ihnen das nicht ab, Sie alte Eule. Und noch was. Die Konjunktur ist immer nur so stark, wie man sie redet. Und das können Sie sich merken. Und mittendrin stehe ich und mache Schwimmübungen. Und wenn Sie jetzt fragen, warum, dann gebe ich Ihnen halt noch mal keine Antwort. Kanzler out. Herr Bundeskanzler, vielen Dank für das Gespräch.